So, Peace, Leute, herzlich willkommen zu Samurai Warriors 2. Ihr habt den Part 34 gerade vor anderthalb Stunden gesehen. Und zwar ist mir leider ein Missgeschick aufgefallen. Nein, nicht aufgefallen, aber in Part 34 sage ich ja, ich habe eigentlich eine Stunde Part gemacht. Der ist zwar noch auf meinem Rechner, ist aber komplett im Arsch. Also die Audioaufnahme, die stimmt. Die Videoaufnahme stimmt gar nicht. Und da sind echt, keine Ahnung, Ruckler, Stehenbleiben und sonstigen Kack, ey. Und ja, das ist ganz blöd. Und ja, wir wollten eigentlich in Part 33, habe ich ja gesagt, dass dann Nord Stream Kampagne kommt. Die haben wir auch in dem eigentlichen Part 34 gemacht. Haben dann die Dream Kampagne von Oishi gemacht, was man dann im Part 34 sieht, was wir dann endlich geschafft haben. Kurze Zusammenfassung zum eigentlichen Part 34. Wir haben Nord Stream Kampagne ziemlich einfach geschafft. Aber bei der Oishi Kampagne waren wir einfach keine Ahnung. Wir haben es nicht geschafft. Ja, zweimal nicht. Und da sind eine Menge Ausraster gekommen. Eine Menge. Eine Menge Beleidigungen und sonstigen kam. Also das komplette Programm. Wahrscheinlich ein super Best-of, kann ich sagen. Aber, ja. Nee, aber den hätte ich auch so hochgeladen. So schlimm war er jetzt nicht. Das Problem war einfach nur, die Videoaufnahme ist für den Arsch gewesen. Leider. Das habe ich leider erst zu spät gemerkt. Und mir ist es dann beim Rendern aufgefallen, dass da irgendwas nicht stimmte. Hab dann versucht nachzukommentieren, weil meine Audioaufnahme viel zu hoch war. Und da dachte ich so, okay, dann habe ich vielleicht da einen Fehler gemacht, weil kann durchaus passieren, wenn man zwei Programme parallel benutzt. Dass dann das eine mal kürzer oder das länger ist oder irgendwas, keine Ahnung, bei der Aufnahme nicht passiert ist. Und dann habe ich das hin und her probiert gehabt, aber merkte einfach, dass egal welche Aufnahme, ich habe ja zwei Aufnahmen für jeden Part, dass einfach beide im Arsch waren und das ist sehr schade. Also Bild ist stehen geblieben, Sound ging weiter. Kann ich nicht viel machen mit. Das ist das Blöde. Und das ist halt so oft in dem Video aufgefallen. Ich habe mir das ja nochmal angeschaut dann und ich dachte mir so, nee, das geht nicht. Das geht leider nicht. Die Ausraster wären wahrscheinlich ein schönes Fest für euch, ich weiß. Leider nicht. Ich werde die Dream-Kampagne von Nor werde ich in irgendeinem Part mal mit reinpacken. Aber wir haben sie geschafft. Spaßenshalber. Also im Grunde kann man einfach sagen, wir spielen den Gegenpart von Oishis Kampagne. Also Dream-Kampagne. Ist eigentlich die gleiche Mission, nur dass wir mit Nor kämpfen. Ist halt das gleiche. Wirklich das gleiche einfach nur. Nur dass wir halt die ganzen Kommandanten von Oishi besiegen. Und so weiter. So läuft das eigentlich ab. Das ist die Nordtree-Kampagne gewesen. Also eigentlich habt ihr nicht viel verpasst. Ich glaube 15 Minuten und dann war ich fertig mit dem Spaß. Egal, wir haben jetzt zu viel gelabert. Und ihr wartet schon sichtlich darauf, dass wir mit Iyasu weiterkämpfen. In Battle of Mikatagara. Und ich würde sagen, jetzt machen wir den Stundenpart. Word of the Allied Oda and Tokugawa victory at Anegawa soon spread across the land. When the news reached Shingen Takeda, he realized the danger these two men presented and decided to mobilize his army as well. Ieyasu saw Shingen's move as a chance to prove his strength, independent of his alliance with Nobunaga. He gathered his men and raced to halt the advancing Takeda army. However, the clever Shingen had anticipated a move such as this and successfully lured Ieyasu into the open fields of Mikatagahara. There, waiting Takeda soldiers ambushed an unprepared Ieyasu. It would take all of Ieyasu's might to escape this danger. My foolish pride has led me right into the jaws of death. Chapter 2, Battle of Mikatagahara. For the future, one step at a time. Also ich hoffe, wir spielen jetzt nicht wieder ein Escape-Router, aber... Eieiei.
Defeat Shingen or Ieyasu arrives at the escape point. Escape point ist nicht hier eingegeben, das ist schade. Shingen. Ist so weit neben uns? Oh mein Gott. Okay. Das sieht interessant. Let's go. Haben wir Matsu Castle. Achso, haben wir Matsu Castle, war das wahrscheinlich für uns. Hui. Die Map gefällt mir. We've been led into a death trap. Behind them, we will show them the pride with which men of power die. No, my lord. Your head is too high a prize for these scoundrels. You must escape. The future of this land rides on you. Ja, aber ich würde trotzdem ganz gerne die Kommandanten hier ausschalten. Also wir müssen fliehen, ja, aber ich will's nicht. Ah, wir haben Reserve. Oh cool, Tadakatsu ist hinter uns. Dem vertraue ich wirklich das Leben an. Tadakatsu ist auch nochmal geil. Das ist ein Loyaler. Ich weiß nicht, ob hier noch einer. Na doch, da müsste noch einer sein. Oh, Hanzo ist auch hier, cool. Do not allow it oder meant to be destroyed. Oh. Gut, die dürfen halt nicht drauf gehen. Oh, ist kein Problem, denke ich mal, ne? I shall be your opponent. I another never cease to amaze. Wohlgemerkt wurde der von was besiegt? Der ist noch nicht mal ein Reserve-Captain mehr da. Wie kann man von sowas besiegt werden? Jetzt mal ohne Witz. Das ist doch gar nicht möglich. Warte, ich muss. Oh ne, der ist weg. Ja. Pferdchen. Und dann klatschen wir den Kommandant vor dem Tor noch weg. Moritomo. Und dann müssten eigentlich meine Verbündeten abhauen können. Also die Odas. Abhauen können. Ich finde die gut. Also ist natürlich schwerfällig. Ieyasu, meine ich. Aber man kann kämpfen mit ihm. Finde ich praktisch. Okay, flieht ruhig, das ist kein Problem. Sofern ihr nicht in meinem Angriffsradius ist, lasse ich euch auch leben. So. Haben wir noch ein Reservecamp? Nein. Ah, ne. Okay, da komme ich gar nicht hin. Ja.
Ich bin ehrlich, ich weiß nicht wirklich, wo ich hin muss. Also ich weiß, dass wir da unten hin müssen, so, ne? Be careful. The terrain up ahead is difficult to navigate. Okay. Ach was. Behold the strength of the warriors of Mikawa. Ich sag ja, er ist schwerfällig, ja. Aber ich finde ihn gut. Also ist ziemlich stark, finde ich. Ich mag ihn. Ach, wir haben da unten noch eins. Okay, er sagt das doch. Dass wir da noch ein Reservecamp haben, das wir kaputt machen. Krass, die Kanonenkugel hast du überlebt. Egal, kurz gucken. Gut, da komme ich auch nicht lang. Da. Another ambush. Nichts dagegen. Ich klatsche euch alle weg. Ey, ey, wie viele Bogenschützen. Zu Yuri, okay. Ach, da bist du. I am right here. Ieyasu does not turn his back on his enemy. I am Ieyasu. Try to take my head. You pathetic dogs of the Takeda. Ieyasu is right here. Ah, ihr seid cool. Ihr seid cool, Leute. Ihr seid echt cool. Ah, ernsthaft mal, das ist cool. Oh, Tadakatsu zerstört mal wieder, ey. Junge, ich mag ihn einfach. Ja, ohne Witz, ich mag Tadakatsu. Mal gucken, ob wir mit dem auch spielen. Ich würde es feiern. Tadakatsu ist einfach eine Macht. Ich soll fliehen. Ich will nicht fliehen, ich will kämpfen. Na gut, das ist vielleicht nicht so fair gegenüber meinen Untergebenen, dass ich die wegboxe hier und ja. Ich finde das kacke, dass da ein Gegner ist. Ich will die Gegner hier auch wegklatschen. Ach, ist Hanzo gestorben? Oh. Das tut mir leid. Angekommen, sofort erledigt. So läuft das. So, nächster Commander. Didn't anyone teach you to respect your elders? I have surpassed another obstacle. Such prowess in combat. I would have fought my lord's realm of peace. Yeah.
Sorry, aber da sind Gegner, die will ich wirklich wegklatschen. Ach, ist er da? Kotaro? Da bist du, Kotaro! Jetzt spielen wir auch mal. Ich bin so gespannt, was das für einer ist eigentlich. Weil wir haben gegen ihn jetzt schon so oft gekämpft. Aber wir haben noch kein richtiges Bild von ihm. Ich meine, ich habe ihn ja schon so oft geklatscht. So, ne? Aber ich wüsste zu gern, wer das ist. Weil man irgendwie auch nicht so wirklich erahnt, wofür der, für wen er jetzt arbeitet, so. So, warte mal, da ist noch einer. In einem Pferdchen. Und klatschen Katsuyori hier noch weg. Never cease to amaze me, my lord. Aber sehr komische Gegend, muss ich dazu sagen. Bisschen merkwürdig. Wusst du ja eh nicht. Wir gehen nach Takeda. Wir knüpfen uns den guten alten Shingen vor, sofern das klappt. Ich will den Kampf hier zu Ende machen. He who works alone, vielleicht nicht die geilste Idee. Klar, der ist jetzt stärker, aber ganz ehrlich, Leute, bin jemand, ich hau lieber drauf. Sind genug Leute gestorben von uns. Gut, das kann vielleicht auch wegen mir sein, aber. Oder wegen deren Dummheit. Weil die gegen Billigsoldaten verkackt haben, was ich immer noch nicht verstehe. Nein. Da steht Defeat Shingen. Ich defeate Shingen, Mann. Aber Shingen sieht echt cool aus, muss ich sagen. Also noch cooler als im ersten Teil, finde ich. Das rote Haar sieht echt cool aus. Also ist nur so Schmuck. Na? Though Ieyasu is much of a threat anyway.
I've escaped. Escaped at last. Patience is the surest path to victory. Der lacht aber eigentlich. Mega. Our Lord has returned from battle! Close the gate! Lost many fine men. They died. All for my lack of vision. I'm sorry. So sorry. They died for something more important to them than their own lives. For a future they fought to realize. And now, my lord, can you see it? The path you must take before you. I see it clearly. I see a future that they desired but would not see. A future of peace. Only you can carry the burden of realizing that future. And a heavy one it is. Wow. Ganz ehrlich, wenn du einen Untergebenen wie Tadaka zu Hunde hast, wow. Richtig geiler Mann einfach. Und die Yasu zeigt dir eine Seite, die ich toll finde, muss ich sagen. So sollten eigentlich viele Kommandanten, Anführer von ihren Untergebenen sehen. Egal, machen wir weiter mit Battle of Komaki Nakagute. June 1582. The temple Honnoji in Kyoto. Nobunaga Oda, betrayed by his retainer Mitsuhide Akechi, vanished forever in a sea of flame. Ieyasu managed to survive the attack at Mikatagahara. Soon after, Shingen Takeda died due to illness. Time passed, and Nobunaga was unexpectedly assassinated by one of his most trusted retainers, Mitsuhide Akechi. With these two fearsome lords dead, Ieyasu became one of the two most powerful men in Japan. The other was Hideyoshi, another Oda retainer who had quickly avenged Nobunaga's death by killing Mitsuhide. But only one of these men could eventually rule the land. To settle their rivalry, Ieyasu challenged Hideyoshi to a battle at Komaki Nagakute. I have seen our future. For now, I must keep pushing forward. Chapter 3, Battle of Komaki Nagakute. For peace, one step at a time. Sehen wir, das wird ein großes Schlachtfeld. Okay, wir sind da in der Mitte? Das ist so aufgebaut. Ein bisschen merkwürdig, finde ich. Naja, Ieyasu muss besiegt werden. Nobukatsu darf nicht sterben. Oder Main Camp ist im Arsch. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt gleich nach links. Ja, dann wird das hier. Okay, das ist gut. Die gehen wir nach links, schützen damit unser unteres Camp. Ja. Mal schauen, ob das überhaupt klappt. And await the enemy's advance. Okay.
lost your nerve, Hideyoshi? Yasumasa, head for Iwasaki Castle. Splendid show of force. Do not disappoint me. Das finde ich gut. Wenn die Gegner schon alle angerannt kommen, damit ich sie plätten kann, finde ich super. Leider ein Reservecamp, was wir nicht wollen. Ah, falsches Pferd, egal. Ich sag ja, mit Iyasu geht das viel einfacher als mit Oishi. Gehst hin und zerstörst. Aye. Jetzt will er es wissen, ne? Jetzt will er es wissen. Do not
disappoint me. I shall be your opponent. I have surpassed another obstacle. You have done your duty well. Look out! Here I come! I have surpassed another obstacle. Okay. Ja, ich rede wenig, sorry. Bisschen konzentriert und ich finde die Atmosphäre einfach momentan so geil. Muss ich sagen. So, hier haben wir erstmal alles vernichtet, soweit. Jetzt will ich aber ganz gerne das Teil hier noch safe. Die Zeit muss jetzt leihen. Okay, die fliehen alle, das finde ich gut. Gut. Dann habt ihr alles unter Kontrolle, Leute. Dann muss ich jetzt die anderen. Ey, hat alle abgewehrt, ey. I have surpassed another obstacle. Resistance to me. Oi. Das muss reichen. Reservecamp wieder aufgemacht. Leute, das geht nicht. Das Teil muss meins bleiben. Also kommen da viel zu viele von euch wieder und da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ja, ich bin da. Ach was? Hast dich gut geschlagen noch. A splendid show of skill. Hideyoshi's defeat was certain the moment he released that detached unit. All units advance. Rain death upon the Toyotomi. Na, ich weiß aber nicht, ob das so einfach jetzt ist. Oh!
reicht als Unterstützung. Halt jetzt mal die ganzen Reserve-Camps auf. Sonst haben wir... Es kommen Leute, da brauchen wir nicht. Wir brauchen einfach keine... Natürlich, Ambush, ne? Klar. I have surpassed another obstacle. You have done your duty well. Didn't anyone teach you to expect your elders? Okay, das läuft. Cease to amaze me. I promise to do my best, my darling. Nee. Aber wir kommen hier nicht raus. Send reinforcements. Ja, wir kommen hier nicht raus. Na doch, jetzt kommen wir raus. So, wir müssen Nene jetzt gerade killen. Ja, was heißt killen? Wir müssen Nene besiegen. I'll do what? Why don't you put into my garden? Everybody else has. This is the greatest battle of our age. The winner must earn his victory. I have surpassed another obstacle. A splendid show of force. Scheint, dass wir es nicht mehr rechtzeitig schaffen. Schade. Ne, schaffen wir nicht mehr. Oder? Echt? Ach komm, Alter, ernsthaft? Was? Lord Noble Katsu and Hideyoshi have reconciled. If they are no longer at odds, our crusade has little ground to stand on. This battle is mine to win, Ieyasu. No shame in retreat. I have surpassed another obstacle. Do not pursue him. If we kill Hideyoshi here, the land will again fall into chaos. Okay.
Mensch, das war echt scheiße knapp, ey. Is the surest path to victory. Ah, das ist blöd, ey. Ganz knapp, ey. Mann, direkt am Tor habe ich ihn abgepasst, aber es reichte trotzdem. Dass er da war. Mann, das ärgert mich jetzt ein bisschen. Nein, wir haben ihn besiegt so, aber trotzdem. Man will immer das, das noch schaffen, so. Aber gut. Ich würde sagen, eine Mission machen wir noch, dann denke ich mal, sind wir so auf einer Stunde. Naja. Aber krass, haben wir jetzt eigentlich nur drei Missionen erst gehabt. Sicher vor der Vara Castle. The battle of Komaki Nagakute was won by the Tokugawa. However, Ieyasu believed that if he killed Hideyoshi now, the land would be thrown back into a state of chaos. Therefore, Ieyasu let Hideyoshi rule Japan for the time being. Hideyoshi then went on to conquer the southern island of Kyushu. That left only two clans in the entire land who still defied him. They were the Hojo in Kanto and the Date in Oshu. In the year 1590, Hideyoshi ordered powerful men from throughout his domain to attack Odawara Castle, home of the Hojo. Ieyasu also joined the fight and rode to attack Odawara from the east. Every step taken must be taken towards peace. Chapter 4, Siege of Odawara Castle. For peace, one step at a time. This is not just a battle to attack the Hojo. We must show our strength and sap the will of anyone else who wants to oppose us. Then we will make a new, happy Japan. That's right, folks! We're almost there! Masamune Date is here to see you, my lord! Masamune, has he come to yield as well? This kid could get killed at any second, but he shows no sign of fear. He's good. My apologies for being late. I would take your head, but it's worth more where it is now. Yeah. Yes, sir. So, let's make our enemies beg us for peace. Finde ich scheiße, dass hier Masamune nicht so das Geile zeigt, wie er drauf ist halt. Okay, Defeat Ushimasa und Ushinao haben wir schon bei Masamune gemacht. Ich glaube, ich war sogar die erste Mission, war das, glaube ich, sogar. So, neue Waffe ausrüsten, die ein bisschen stärker ist. I'm counting on you guys to take down so, ein bisschen hier. Tokugawa must seize this castle. Then we will surely win Hideyoshi's favor. First the gate will open, and now cannons! Odawara Castle is truly formidable. Stop the enemy from firing! I can't stand to watch my soldiers get lambasted like that! Okay, time to make our move! Everybody, protect the siege ramps! Klar. Ach, geht ihr da runter? Ja, gut.
strength of the warriors of Mikawa. I will fight to death. Meine Fresse, wie viele kommen da denn noch, ey? So, wird Zeit, dass wir das Teil einnehmen. So, das Teil gehört jetzt soweit uns. I will fight to the death. So, vernichten wir erstmal hier, aber da kommt jetzt irgendwie. Ach cool, ist geöffnet, Dawn. Wir unterstützen sie trotzdem gerade. Dass wir die besiegt haben schon mal. Yeah.
Ach du Kacke. Now to make this battlefield truly bleed. Hey, hey, hey. I have surpassed another obstacle. That's some very pretty work you're doing out there. Behold the strength of the warriors of Mikawa. Naja, Storehouse würde ich gerne. Ach Mist, Kotaro Fuma ist da unten auch noch. Den müssen wir auch noch erledigen. Aber wir brauchen erstmal Pferdchen. Weil wir zu langsam sind, ey. Pferdchen ist ein bisschen schneller. Ja. Bin unterwegs. Eieiei. Eios, did I ever thank you for saving me back at the Battle of Tomaki? Really? When I think what would have happened without you, it makes my skin crawl. Our land will still be making its way to the world of peace. That means I will be your opponent. Look out! Here I come! Phew! I wasn't sure I was gonna make it out of that one. Another. You're lucky to catch me. I have surpassed another obstacle. Might like that is a rare find on the battlefield. I have surpassed another obstacle. This is to amaze me. Now to make this battlefield truly bleed. Gut, da ist Kotaro Fuma. Finde ich super, dass du zu mir gekommen bist. Der ist auch down damit. Okay, war nur ein Double. Warriors of Mikawa. Kopfhörer tun langsam weh. Schon ganzen Tag im Grunde auf den Ohren so. Die sind super auf jeden Fall vom Sound her, aber boah, ich weiß nicht. Manchmal kann man die lange anhalten und dann irgendwie auch nicht so. Also geht mir jedenfalls immer so. Ja, ich kann euch gar nicht helfen. Das ist ja blöd. Oh, ich kann aber hier rein. Was mir aber nicht viel bringt. These things are more than just a bit annoying. Take out the officers controlling them. Sure. I will fight to the death. Look out! Aber erstmal helfen wir hier. Lord Ieyasu, I have seen you be one to inherit the land after beating Ocean. Allow me to introduce myself. Masamune Date, at your service. I hope you're more patient than you look.
I have surpassed another obstacle. You never cease to amaze. I have surpassed another obstacle. I too hope to be so powerful. Sag das, dass da vorne ein Reservecamp auch noch ist. Ja, natürlich auseinander noch. Ich weiß gar nicht, können wir da überhaupt irgendwas machen? Oder da runtergehen? Na, anscheinend nicht, da müssen wir von außen ran. The end is inevitable. Give in. Ja, wollt ihr das überhaupt? Warte mal, mit Pferd kann ich da nicht rein, ne? Lass das doch. Ja gut, haben sie, ne? Aber trotzdem. Wir wollen lieber den Ambush da gerade machen. Im Grunde müssen wir nur da hoch wahrscheinlich und dann besiegen. Aber Leute, ganz ehrlich, das will ich gar nicht. Ich will hier alles auskosten. Wenn wir schon die Möglichkeit bestehen, dass der Kampf halt so weit gut läuft. Aber eigentlich bin ich halt eher einer... Ich zerstöre lieber alles. Ah, cool, ein Ambush. Tja, dann kommt mal her. Ja.
Jungs, wir haben 600 schon gekillt. Und sind 100 auch kein Problem. Oh, er ist 50 erledigt. Leute, ihr seid zu weniger. Was ist das? Selbst schon die erledigen muss, ey. Das ist traurig. Na warte, da ist noch eine Menge. Dann gehen wir zu denen. Die Date da ein bisschen ärgern. Super, dann können wir gerade den Ambush da unten auch helfen. Nein, da sind wir aber doch noch eine Menge. Egal. Masamune schafft das schon. Ach man, haben ihn schon wieder nicht gerettet. Okay, das Storage House besitzen wir auch oder Storehouse oder keine Ahnung. Ist auf jeden Fall unser. Schade. Pferdchen darf nicht mit. I can't let the land be unified already. I'm not done having my fun yet. Let's play a game. I call it evisceration. Would you like to know the rules? Ha!
obstacle. Might like that is a rare find on the battlefield. Another obstacle. Ieyasu, I'm leaving control of the East in your capable hands. These are the lands of the great Genji samurai, Yoritomo Minamoto. I gladly accept. Of course, it will be difficult to abandon my home in Mikawa, but here in Edo, I can build a new home. One that rivals even the capital in Kyoto. Patience is the surest path to victory. Dann müsste bald eigentlich das sogenannte Schlachtfeld sein, wo wir dann müsste jetzt eigentlich. Müsste, glaube ich, der finale Part müsste eigentlich sein. Hideyoshi ist gestorben und wir müssten gegen Dings spielen. Ich komme gerade auf den Namen nicht. Gerade auch auf den Schlachtname kommt mir jetzt gerade nicht an. Was müssten wir eigentlich haben? Da ist es. Battle of Sekigahara. Genau. Das ist unsere nächste Mission. Aber bei der Dream bin ich gespannt, was da noch kommen wird. Das war da, was die Dream-Kampagne von Ieyasu ist. Das wusste ich zu gerne. Na gut, Leute. Das war's mit dem Stunde-Part. Wir sind jetzt über die Zeit, aber scheiß drauf. Ja, haben viel geschafft. Im nächsten Part machen wir dann Battle of Sekigahara. Vielleicht machen wir dann auch die Dream-Kampagne. Mal gucken, ob wir dann auch wieder so einen längeren Part machen. Aber dann haben wir Ieyasu abgeschlossen. Das wäre ja schon geil. Na gut, Leute, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut raus und ciao.